und bei den Stichworten Aufklärung und Humanismus. Schon lange habe ich daran gedacht, ich müsste mal eine Sendung über die Menschenweisheit an sich machen, nämlich die Anthroposophie und die auf ihr gründenden Waldorfschulen. Seit genau 100 Jahren gibt es Waldorfschulen. Die allererste entstand hier in Stuttgart. Dahinter steckt die von Rudolf Steiner entwickelte Pädagogik auf der Basis der von ihm so benannten Anthroposophie. Zu Deutsch, ich sagte es schon, Menschenweisheit. Sie wurde von Steiner als Wissenschaft verkauft, erfüllt aber, wie wir noch sehen werden, nicht einmal die Kriterien einer Theorie. Es handelt sich, um auch das schon mal vorwegzunehmen, um eine okkulte Metaphysik, um eine hochgradig religiöse Esoterik. Die Anthroposophie, und das darf man nicht unterschätzen, ist eine esoterische Großmacht. Waldorfschulen, Demetermöhren, Veleda-Heilsalbe, esoterische Schulen, Universitäten. Es gibt außerdem dazu ein öffentliches und ein verborgenes Netzwerk mit großen finanziellen Möglichkeiten. Die Anthroposophie Steiners, er hat gelebt zwischen 1861 und 1925, ist die weltweit wohl bedeutendste esoterische Vereinigung. Heute gehören zu ihrem Netzwerk, wie gesagt, Universitäten und Waldorfschulen, biodynamische Bauernhöfe und Krankenhäuser. Irgendwie auch der Omnibus für direkte Demokratie und, heißt es in Anführungsstrichen, und die DM-Märkte. Eine esoterische Schule und der Mondkalender nach Maria Thun. Aber welche Überzeugungen stehen dahinter? Welche anthroposophischen Organisationen gibt es? Und welche Macht besitzen sie? Dazu, das ist heute noch nicht so sehr mein Thema, dazu wird es aber im Mai ein neues Buch von Helmut Zander erscheinen, der sich schon längst als der profunde Kenner von Anthroposophie und Waldorfschule erwiesen hat. Sein Hauptwerk trägt den Titel Anthroposophie in Deutschland, Theosophische Weltanschauung und gesellschaftliche Praxis von 1884 bis 1945, erschienen im September 2008. Die Waldorf Connection hat natürlich genug Geld und Beziehungen, um mit Hilfe einer kriegerischen Phalanx von selbsternannten Experten aufwendige und aggressive Gegendarstellungen zu finanzieren. So haben sie das vor allen Dingen im Falle Helmut Zander gemacht. Selbstkritik und Selbstzweifel sind den Anthroposophen, wie allen Vollzeit-Esoterikern, unbekannt. Das alles ist Anlass genug, in meiner heutigen Sendung Anthroposophie und Waldorfpädagogik kritisch zu durchleuchten. Aber das schon mal vorweg. Anthroposophie polarisiert. Bei Ex-Schülern der üblichen Regelschulen ergibt sich in der Rückschau normalerweise eine Normalverteilung an Zustimmung und Ablehnung mit allen Schattierungen dazwischen. Bei ehemaligen Waldorfschülern gibt es zwischen euphorisch strahlender Begeisterung und strikter Ablehnung dazwischen nur ein großes Vakuum. Eine differenzierte Abwägung gibt es nicht. Es gibt nur schwarz oder weiß. Das ist halt wie bei den Religionen. Denn bei den Waldorfschulen und Steiner handelt es sich nicht um ein pädagogisches Konzept, sondern um eine religiöse Weltanschauung, die zum Teil noch absurder und verrückter ist als alle anderen Religionen zusammengenommen. Anthroposophie ist der Katholizismus unter den esoterischen Lehren. Sie ist mittlerweile schon so alt, dass sie allein dadurch Würde gewonnen hat. Die Patina auf den Bildern Steiners verleiht seiner Lehre den Ernst des Althergebrachten. Die Anthroposophen betreiben 245 Schulen allein in Deutschland. 1999 waren es nur 168 Schulen, also in knapp 20 Jahren sind über 80 Schulen dazugekommen. Also eine Epidemie, die sich ausbreitet. Diese Schulen unterhalten sowohl ideologisch als auch ökonomisch starke Brückenköpfe in der Ökologiebewegung. Man denke an Veleda, Vala, Demeter.
und präsentieren sich insgesamt als eine sanfte Bewegung von Naturfreunden mit leicht schrulligen Ideen zur Architektur. Dann schlägt man einen der über 300 Bände auf, die die Äußerungen des Bewegungsgründers enthalten, und es hebt einem den Rock. Da werden zur Zeit des vollentwickelten Industriekapitalismus infantile Wirtschaftssysteme entworfen, die einer Agrarkultur aus dem Mittelalter entsprechen. Da wird Atlantis für bare Münze genommen. Da werden krause Theorien über Botanik geäußert, die jeder wissenschaftlichen Betrachtung hohn sprechen. Da wird eine Physik betrieben, dazu später ein Beispiel, über die Archimedes gelacht hätte. Da werden hanebüchene Ernährungslehren formuliert. Da wird ekelhafter Rassismus mit wolkig-spirituellem Räucherwerk umgeben. Allein die Tatsache, dass er solchen Nonsens in Vorträgen und Schriften verbreitet hat, die über 300 Bände füllen, also das sind, hat man mal nachgerechnet, 89.000 Seiten, sollte sehr nachdenklich stimmen. Also das alles sollte sehr nachdenklich stimmen. Es hat echte Genies gegeben, die einen starken Mitteilungsdrang hatten. Man denke nur an Aristoteles, der auch Unsinn erzählt hat, aber dabei wenigstens auf der Höhe seiner Zeit war. Nicht so Steiner. Er kümmert sich um den Kenntnisstand seiner Zeit gar nicht, weil er keine Hoffnung haben kann, ihn aufzuholen, und er findet das Rad in Form einer privaten Pseudowissenschaft neu. Weil es seines ist, darf es dann auch Ecken haben. Was er nicht versteht oder was ihm nicht passt, redet er so lange mit einer nicht enden wollenden Kaskade aus Geschwätz nieder, bis es völlig verdrängt ist. Die klaffenden Löcher in seiner eigenen sogenannten Theorie stopft er mit raunenden Andeutungen von höheren Einsichten, die er entweder gar nicht oder nur durch Querverweise auf Gleichgesinnte belegen kann. Gewiss und bestimmt sind zwei seiner liebsten Vokabeln, und während sie Gewissheit und Bestimmtheit simulieren sollen, bezeichnen sie das gähnende Nichts. Dazu ein paar Kostproben. Einseitigkeiten, sagt Steiner, seien durch seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode zu überbieten. Es geht Steiner nicht um sinnliche Anschauung, vielmehr wird der Blick nach innen gerichtet. Der Zugang zum Geistigen liegt schließlich im eigenen Denken. Die Selbstbeobachtung des Denkens soll nur so strikt methodisch ablaufen wie in der Naturwissenschaft. Und was kommt dabei raus? Da sagt er dann, wer dann schließlich das Denken als objektive, in sich selbst gegründete Wesenheit erfährt, kann neue, höhere Organe ausbilden und die geistige Welt schauen. So schreibt er in seiner Schrift oder seinem Vortrag, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Also ganz einfach und toll. Denken wird zur Wesenheit, die besondere Organe ausbildet, um die geistige Welt zu schauen. Jo, Mann, das ist es doch. Und im Laufe des Erkenntnisweges offenbare sich das Geistige im Weltall in mannigfachen Gestalten. Der Geistesforscher findet sich umformt von spirituellen Kräften, die das ganze Sonnensystem durchziehen, darunter Engelhierarchien, Dämonen und Elementarwesen, Äther, Astral- und Devachanwesen, Reinkarnation und Karma. Der wichtigste Geist ist der Christus, der in der Sonne residierte und sich im Mysterium von Golgatha mit dem menschlichen Ich verband. Anthroposophie wird deshalb christliche Wissenschaft sein. Kurt Tucholsky schrieb dazu über einen Vortrag von Steiner: Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein Inhalt. Und er hantierte mit Riesenbegriffen. Zitat Ende. Wo man bei Steiner das Lesezeichen auch hineinsteckt. Steiners Werk ist durchtränkt mit Bestimmtheiten und Gewissheiten, die er nicht belegen kann. Es besteht daraus. Die hier weiter folgenden Zitate stellen weder die krassesten noch die kontroversesten Beispiele für den Nonsens dar, den Steiner verbreitet hat. Sie markieren den guten, schlechten Durchschnitt. Es ist wirklich gleichgültig, wo man sucht. Äußerungen wie die folgenden finden sich immer. Da schreibt er dann, Zitat,
Durch diese Fähigkeit, und das ist gerade das Ideal der britischen Geheimgesellschaften, sollen gewisse, heute der Industrialisierung zugrunde liegende soziale Formen auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden. Es weiß jedes Mitglied dieser geheimen Zirkel, dass man einfach durch gewisse Fähigkeiten, die heute noch bei Menschen latent sind, die sich aber entwickeln, mit Hilfe des Gesetzes der zusammenklingenden Schwingungen in großen Umfange Maschinen und maschinelle Einrichtungen und anderes in Bewegung setzen kann. Eine kleine Andeutung finden Sie in dem, was ich in meinen Mysteriendramen an die Person des Strada geknüpft habe. Diese Dinge sind heute im Werden. Diese Dinge werden innerhalb jener geheimen Zirkel auf dem Gebiete des materiellen Okkultismus als ein Geheimnis gehütet. Motoren gibt es, welche dadurch, dass man die betreffende Schwingungskurve kennt, durch sehr geringfügige menschliche Beeinflussung in Tätigkeit in Betrieb gesetzt werden können. Dadurch wird es möglich sein, vieles, vieles, wozu man heute Menschenkräfte braucht, durch rein mechanische Kräfte zu ersetzen. Zitat Ende. Steiner behauptet hier also allen Ernstes, dass eine Turbine unter Umgehung der Grundsätze der Physik in Gang gesetzt werden kann, indem man sie andenkt oder anmeditiert. Goldene Zeitalter standen uns bevor, als Herr Steiner noch wild in die Zukunft hinein fantasierte. Weiter im Text von Steiner, Zitat: Aber man wird, wenn das, was ich jetzt vor Ihnen mechanischen Okkultismus nenne, in das Gebiet der praktischen Wirksamkeit tritt, was ein Ideal jener geheimen Zentren ist, man wird nicht nur 500 oder 600 Millionen Menschenarbeit leisten können, sondern man wird etwa 1.080 Millionen Menschenarbeit leisten können. Zitat Ende. Ja, wenn nicht gar 1.518 Millionen Menschenarbeit und der zeitgenössische Hinweis auf die Wunder der Zukunft ein Indiz dafür, dass das alles nicht nur die infantilen Wunschträume eines Spinners sind? Und dann weiter im Steiner-Zitat: Vielleicht ist Ihnen bekannt, dass Keely einen Motor konstruiert hat, der nur ging, wenn er selbst dabei war. Er hat damit den Leuten nichts vorgemacht, denn er hatte in sich selbst jene treibende Kraft, die aus dem Seelischen hervorgeht und Mechanisches in Bewegung setzen kann. Eine Antriebskraft, die nur moralisch sein kann, das ist die Idee der Zukunft. Die wichtigste Kraft, die der Kultur eingeimpft werden muss, wenn sie sich nicht selbst überschlagen soll. Das Mechanische und das Moralische werden sich durchdringen, weil dann das Mechanische ohne das Moralische nichts ist. Hart vor dieser Grenze stehen wir heute, nicht bloß mit Wasser und Dampf, sondern mit spiritueller Kraft, mit spiritueller Moral werden in Zukunft die Maschinen getrieben werden. Zitat Ende. Oh ja, ein Motor, der nur geht, wenn sein Erfinder dabei ist, ist kein Motor, sondern ein Schwindel. Aber mit der Frechheit des routinierten Marktschreiers geht Steiner über das eigene implizite Geständnis des Betrugs hinweg und galoppiert einfach fröhlich weiter, hinaus in die weite Walachei. Und er ist ohne Scham in der Lage, seine Ohrenbläsereien über moralische Maschinen mit den eigenen Mysterientramen zu belegen. Wo sind die Motoren, von denen er faselt? Kann er die Kräfte demonstrieren, die er behauptet? Nichts davon. Konzepte Steiners wie das vom mechanischen Okkultismus könnten noch als verschrobene Idee eines begabten Phantasten gelten, auch wenn es einem bei dem Gedanken kalt den Rücken herunterläuft, dass dieser Nonsens Schulkindern beigebogen wird. Bei anderen Ansichten Steiners vergeht einem das Lachen dann völlig. Es ist nicht nur gerechtfertigt, ihn einen Rassisten zu nennen, es ist absolut zwingend. Seine Übernahme der Blavatskyschen Wurzelrassenlehre macht es unausweichlich. Sind alle Eltern, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken, Rassisten? Wohl kaum. Die meisten kennen Steiners Schriften überhaupt nicht, und das ist ja die Krux, sondern verlassen sich auf das mild alternative Image der Anthroposophie in der Öffentlichkeit. Wenn Sie einmal über die eine oder andere befremdliche Äußerung des Bewegungsgründers oder über seltsame Sitten an den Schulen stolpern,
Sind Sie bereit, im Austausch für die diffuse Nestwärme, die Kuschelpädagogik, die Ihnen die Anthroposophie in einer kalten Welt gibt, beide Augen zuzudrücken? War Steiner selbst ein Faschist? Nein, er war nur ein Irrationalist, dessen spätromantische Schwärmerei, okkulte Geisteshuberei und dessen spirituell verbrämter Rassismus starke Affinitäten zur faschistischen Anti-Aufklärung haben. Er hatte es gar nicht nötig, sich selbst mit politischen Strukturen zu umgeben und Sturmabteilungen oder Schutzstaffeln zu gründen. Das Besondere an Steiner war die Fähigkeit, immer hart an der Grenze des vollentwickelten Wahnsinns entlang zu delirieren und gleichzeitig mit einem ganz erstaunlichen Organisationstalent die Unterstützung der Mächtigen für seine Bewegung zu erlangen und zu erhalten. Bei einer extremen Begrenzung der sprachlichen Mittel, mit allen reden zu können, war eines seiner weiteren herausragenden Talente. Er war durchaus in der Lage, 1919 vor Stuttgarter Arbeitern Marx als großen Mann zu loben, um ihn nachher Stück für Stück zu verdrehen und ihn der Relevanz für seine Zuhörer zu berauben. Die Zahl von über 240 Waldorfschulen in Deutschland zeugt einerseits von dem sozialen Geschick, mit dem die Anthroposophen ihren esoterischen Eintopf unter die Leute bringen, andererseits von einem brennenden Verlangen nach Heil, Genesung, Natur und Sanftheit in einer Gesellschaft, die all das planmäßig abbaut. Die Durchschlagskraft, mit der Steiner seinen sanften Kreuzzug gegen die Moderne und das kritische Denken von Etappensieg zu Etappensieg geführt hat, machen ihn so bemerkenswert. Als soziologisches Phänomen ist die Anthroposophie interessant, ihre Lehre kann man dagegen getrost vergessen. Eines der Probleme mit Steiners Strategie besteht darin, dass es aufgrund des quantitativen Gigantismus seines Werks so gut wie unmöglich ist, auch nur einen repräsentativen Querschnitt durch die krudesten Passagen zu geben. Da er sich zu beinahe allem geäußert hat, würde selbst die Aufzählung der Themengebiete hier zu weit führen. Aber hier einige meiner Lieblingszitate seien doch noch angeführt. Steiner: Also sehen Sie, während wir beim Menschen vom Bauch zum Kopf gehen müssen, von unten herauf, müssen wir bei der Pflanze den umgekehrten Weg gehen. Die Wurzel der Pflanze ist mit dem Kopf verwandt. Wenn wir das bedenken, wird uns gewissermaßen ein Licht aufgehen über die Bedeutung der Wurzel. Denn die Kartoffel, die hat Knollen. Das ist etwas, was nicht ganz Wurzel geworden ist. Man isst also, wenn man viel Kartoffeln isst, vorzugsweise Pflanzen, die nicht ganz Wurzel geworden sind. Wenn man sich also beschränkt auf das Kartoffelessen und zu viel Kartoffeln isst, kriegt man nicht genug in den Kopf hinein. Es bleibt unten im Verdauungstrakt, so dass es also so ist, dass mit dem Kartoffelessen die Menschen in Europa ihren Kopf, ihr Gehirn vernachlässigt haben. Diesen Zusammenhang sieht man erst, wenn man Geisteswissenschaft treibt. Da sagt man sich, seit in Europa diese Kartoffelnahrung immer mehr und mehr überhand genommen hat, seit der Zeit ist der Kopf der Menschen unfähiger geworden. Ich mag dieses Zitat sehr, weil es eines der ersten war, bei dem mir gewissermaßen ein Licht über Steiner und seine Geisteswissenschaft aufgegangen ist. Erhellend in diesem Zusammenhang war auch die folgende Passage, die schlagend illustriert, wie Steiner mit Kritik umgeht und wie die Anthroposophen, die glühenden Anhänger dieser seiner komischen Lehre, heute noch damit umgehen. Zitat: So ist für den, dessen geistige Sinne erschlossen sind, der physisch wahrnehmbare Mensch nur ein Teil des ganzen Menschen. Dieser physische Mensch wird der Mittelpunkt seelischer und geistiger Ausströmungen. Nur angedeutet kann die reich mannigfaltige Welt werden, die sich vor dem Seher hier auftut.
ein menschlicher Gedanke, der sonst nur in dem Denkverständnisse des Zuhörenden lebt, tritt zum Beispiel als geistig wahrnehmbare Farbenerscheinung auf. Seine Farbe entspricht dem Charakter des Gedankens. Ein Gedanke, der aus einem sinnlichen Trieb des Menschen entspringt, hat eine andere Färbung als ein im Dienste der reinen Erkenntnis, der edlen Schönheit oder des ewig Guten gefasster Gedanke. In roten Farbnuancen durchziehen Gedanken, welche dem sinnlichen Leben entspringen, die Seelenwelt. Zitat Ende. Ich unterbreche hier an dieser Stelle, weil die seelische Farbenlehre Steiners völlig unerheblich ist. Viel interessanter ist seine eigene Fußnote, die gerade hier einhakt. Sie lautet: Die hier gegebenen Auseinandersetzungen sind natürlich den stärkeren Missverständnissen ausgesetzt. Es soll deshalb in dieser neuen Auflage ganz kurz am Schlusse in einer Bemerkung auf sie zurückgekommen werden. Man schlägt die angegebene Stelle auf und erfährt, wie auf die Auseinandersetzungen zurückgekommen wird. Zitat: Das Kapitel dieses Buches von den Gedankenformen und der menschlichen Aura ist wohl das, welches am leichtesten zu Missverständnissen Anlass gibt. Es liegt zum Beispiel wirklich recht nahe zu verlangen, dass die Aussagen des Sehers auf diesem Gebiete durch Versuche bewiesen werden sollen, welche der naturwissenschaftlichen Vorstellungsart entsprechen. Zitat Ende. In der Tat, es liegt nahe. Steiner war ja kein bloßer Dummerjan. Er wusste, was man ihm entgegenhalten würde. Der Redeschwall, mit dem er den vorweggenommenen Einwand gegen seine Fantastereien wegdrückt, ist deswegen so interessant, weil er einen der zentralen Tricks Steiners denunziert. Den bequemen Rückzug auf eine Geisterwelt, die völlig ohne Evidenz, Überprüfung und Beweise auskommt. Was im Haupttext als bewiesene Tatsache präsentiert wird, wird in der Fußnote in vorsichtigen Formulierungen zu einer Hypothese gedämpft, die in der groben materiellen Welt, in der die Nichtseher leben, keinen, in der steinerschen Geisterwelt aber allen Wert hat. Der Seher sieht, was der Seher sieht, legt es sich selbst und beweist es seinesgleichen dadurch in einem Zug. Allein es kommt das Folgende in Betracht: Die Arbeit des Geistesforschers an der eigenen Seele, die ihm die Fähigkeit des geistigen Schauens gibt, geht dahin, eben diese Fähigkeiten zu erwerben. Ob er dann im einzelnen Falle etwas in der geistigen Welt wahrnimmt und was er wahrnimmt, das hängt nicht von ihm ab. Das fließt ihm zu als eine Gabe aus der geistigen Welt. Er kann sie nicht erzwingen, er muss warten, bis sie ihm wird. Seine Absicht, die Wahrnehmung herbeizuführen, kann nie zu den Ursachen des Eintreffens dieser Wahrnehmung gehören. Gerade diese Absicht aber fordert die naturwissenschaftliche Vorstellungsart für das Experiment. Die geistige Welt lässt sich aber nicht befehlen. Sollte der Versuch zustande kommen, so müsste er von der geistigen Welt aus angestellt werden. In dieser müsste ein Wesen die Absicht haben, die Gedanken eines oder mehrerer Menschen einem oder mehreren Sehern zu offenbaren. Diese Seher müssten dann durch geistigen Antrieb zur Beobachtung zusammengeführt werden. Dann würden ihre Angaben ganz gewiss miteinander stimmen. Zitat Ende. Steiner traut seinem eigenen Gerede nicht. Das ständige inhaltlose Herumgepurzle in der Geisterwelt überschlägt sich derart, dass Steiner zum Schluss nichts bleibt als das autoritäre Dekret. Der nächste Satz nämlich lautet: So paradox dies alles für das rein naturwissenschaftliche Denken erscheinen mag, es ist doch so. Zitat Ende. Und damit gilt die farbige Aura seinen Anhängern als Fakt. Wenn in einer als real angenommenen geistigen Welt sich ein Versuchsaufbau realisieren ließe, der die Seher zu gleichzeitigen Beobachtungen versammeln könnte, wären ihre Ergebnisse ganz sicher übereinstimmend. Die Geisteswissenschaft Steiners ist eine im Konjunktiv.
Am Ende seines Lateins angekommen, bleibt ihm nur noch das Fußstampfen des rechthaberischen Kindes. Es ist vollkommen in Ordnung, dass er all das glaubt. Es als Wissenschaft auszugeben, ist absolut nicht in Ordnung. Ich zitiere nun aus einem Aufsatz von André Sebastiani, erschienen in der Zeitschrift Politisches Magazin für Konfessionslose und Atheistinnen, Nummer 4, 2018. Dieser gleiche André Sebastiani hat ja zu Beginn dieses Jahres ein Buch herausgebracht, das ich dringend empfehlen möchte, vor allen Dingen allen Eltern, die erwägen, ihre Kinder in die Waldorfschule zu schicken, nämlich mit dem Titel Anthroposophie, eine kurze Kritik. Auf 165 Seiten erfährt man alles. Vor allem setzt sich Sebastiani auseinander mit den gängigen Klischees und positiven Vorurteilen zur Waldorfpädagogik. In diesem Aufsatz, den ich nun streckenweise zitiere, heißt es: In diesem Jahr feiern die Waldorfschulen den 100. Jahrestag der Gründung der ersten Schule mit anthroposophischem Unterrichtskonzept in Stuttgart durch den Direktor der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik Emil Moldt. Von daher kommt ja auch der Name Waldorfschule. Auf Bitten Molds übernahm Rudolf Steiner, der von einer Tätigkeit als Hauslehrer abgesehen keinerlei pädagogischen Hintergrund hatte, die Ausbildung und Beratung des Lehrerkollegiums der ersten Waldorfschule. Von diesen Waldorfschulen gibt es inzwischen alleine in Deutschland 245, weltweit über 1150. Die Waldorfschulen sind damit das wohl erfolgreichste Praxisfeld der Anthroposophie. In der Mitte der Gesellschaft angekommen, trotzdem gibt es seit Jahrzehnten substanzielle Kritik an Theorie und Praxis der Waldorfschulen. Viele Eltern wählen für ihr Kind die Waldorfschule, weil sie dort eine Art Schonraum vor einer fortschreitend beschleunigten, globalisierten und technisierten Welt vermuten, aber auch, weil dort kaum Ausländer zu finden sind, denn die Schule kostet ja pro Jahr über 2000 Euro zusätzliches Schulgeld. Der Bund der Freien Waldorfschulen und die Schulen selbst vermarkten sich sehr erfolgreich mit genau diesem Bild. In ihrer Eigenwerbung wird der esoterische Guru Rudolf Steiner zum bedeutenden Philosophen verklärt. Seine teils verstörenden Konzepte versteckt man hinter wohlklingenden PR-Botschaften. Besucht man Infoabende an Waldorfschulen, wird man das Wort Anthroposophie und die einschlägigen anthroposophischen Vokabeln kaum hören. Die Esoterik wird in der Regel so geschickt verschleiert, dass man schon wissen muss, worum es sich handelt, wenn man sie entdecken will. Während viele Eltern also nach einem rückwärtsgewandt konservativen Element an den Waldorfschulen suchen, sehen sich Anthroposophen als progressive Kraft, die an nicht weniger als der Weiter- und Höherentwicklung der Menschheit arbeitet. Boah. Nach ihrem Glauben ist die Entwicklung des einzelnen Menschen sowie die der gesamten Menschheit in eine kosmische Evolutionsgeschichte eingebettet. Die Anthroposophie ist die tragende Säule der Waldorfpädagogik. Die pädagogischen Konzepte und Methoden fußen auf ihr. Die angebliche kosmische Evolutionsgeschichte der Menschheit ist mit dem Glauben an Wiedergeburt, Karma und Schicksal verknüpft. Die Idee des Karma stammt aus den fernöstlichen Religionen des Hinduismus und Buddhismus. Dort ist Karma das Prinzip von Ursache und Wirkung, das uns alle im Kreislauf der Wiedergeburten gefangen hält. Alle physischen und geistigen Handlungen führen zu gutem oder schlechtem Karma. Während man im Hinduismus und Buddhismus jedoch danach strebt, durch Auflösung des Ichs aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburten auszusteigen, glauben Anthroposophen an eine kosmisch-karmische Evolutionsgeschichte.
Eine Waldorfklasse ist aus anthroposophischer Sicht viel mehr als eine Gruppe von Kindern. Eine Waldorfklasse ist eine Schicksalsgemeinschaft, die durch den Klassenlehrer zusammengestellt und geführt wird. Es ist Aufgabe des Lehrers, in die Seelen der Kinder zu blicken und Spekulationen über vorherige Inkarnationen und ihre Auswirkung auf das diesseitige Leben anzustellen. Steiner sagt in einem Vortrag, Zitat, und es wird der Erzieherdienst zu einem priesterlichen Dienst, wie zu einer Art von Kultus, der sich am Weihealtar des allgemeinen Menschentums selbst vollzieht. Denn dem irdischen Leben haben wir zu übergeben, was aus der göttlich-geistigen Welt uns gekommen ist, in dem Kinde, das sich durch seine Kräfte einen zweiten menschlichen Organismus bildet, aus einer Wesenheit, die durch eine Gabe des göttlich-geistigen Lebens zu uns gekommen ist. Zitat Ende. Boah. Und es wird sofort deutlich, dass Steiner den Lehrerberuf stark überhöht. Ein Waldorflehrer, sagt er, ist wie ein kleiner Gott. Er hat keine Schüler, er ist ihr Schicksal. Laut anthroposophischer Vorstellung gibt es vier Charaktergrundtypen, die sogenannten Temperamente: Sanguiniker, Melancholiker, Phlegmatiker und Choleriker. Diese Vorstellung geht zurück auf die rund 2500 Jahre alte Vier-Säfte-Lehre des Hippokrates. Die Temperamente entstehen durch eine Vermischung von vererbten Eigenschaften mit dem, was aus vorherigen Leben in den physischen Leib inkarniert, so heißt es. Den einzelnen Temperamenten werden unterschiedliche Charaktereigenschaften, physische Merkmale und Krankheitsdispositionen zugeschrieben. Das vom Lehrer erkannte Temperament hat konkrete Auswirkungen auf das pädagogische Handeln. Beispielsweise wird die Sitzordnung nach erkannten Temperamenten festgelegt, die sich gegenseitig ausgleichen sollen. Welches Temperament bei einem Menschen vorherrscht, ergibt sich aus dem Verhältnis der vier Wesenskräfte, physisch, ätherisch, astralisch und geistig. Denn der Mensch ist nach anthroposophischer Lesart viel mehr als eine reine Biomaschine. Sein physischer Leib wird durch weitere sogenannte Wesensglieder umgeben, den Ätherleib, den Astralleib und den Ichleib. Kinder kommen allerdings laut Steiner als unvollständige Mängelwesen zur Welt, die bei der Geburt lediglich über ihren physischen Leib verfügen. Jeweils nach 7 Lebensjahren werden weitere Körperhüllen geboren und ausgebildet, die mit dem herkömmlichen Sinnen nicht erfahrbar wären. Im Alter von 7 Jahren soll der Ätherleib geboren werden, mit 14 Jahren der Astralleib und mit 21 Jahren der Ichleib. Auf der Grundlage dieser Vorstellung entwickelt Steiner eine in 7 Jahresschritten gestufte, rein spekulative Entwicklungspsychologie, die sogenannte Jahr-Sibt-Lehre, auch Hüllenanthropologie oder Wesensgliederlehre genannt, die jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt. Der Ätherleib wird beispielsweise mit ungefähr 7 Jahren geboren. Sein äußerlich sichtbares Merkmal ist der Zahnwechsel, der das Wirken der sogenannten Bildekräfte anzeigt. Die Bildekräfte sind gestaltverwandelnde ätherische Universalkräfte, die allerdings nur übersinnlich durch die Ausbildung geistiger Sinnesorgane wahrgenommen werden können. Bah, da haben wir es wieder. Das Kind ist in diesem Alter nach anthroposophischer Vorstellung noch nicht in der Lage, begrifflich zu denken. Stattdessen soll der Lehrer durch Bilder und geistige Vorstellung wirken. Hier liegt der Grund, warum die Naturwissenschaften in Waldorfschulen in den unteren Jahrgängen ein äußerst stiefmütterliches Dasein fristen. Denn man spricht Kindern die Fähigkeit ab, naturwissenschaftliche Zusammenhänge kognitiv zu verstehen und zu durchdringen.
Fordere man die Kinder in diesem Alter kognitiv zu stark, so wirke sich das negativ auf das Karma aus und könne im späteren Leben zu Krankheiten führen. Zwar leuchtet es ein, dass das Lernen in den unteren Jahrgangsstufen besonders anschaulich sein sollte, doch aus aufgeklärter Perspektive führt das esoterische Konzept der siebte Lehre dazu, dass man Kindern zwischen 7 und 14 Jahren geradezu beibringt, die Welt nicht zu verstehen. Stattdessen setzt man auf unbedingten Gehorsam und Identifikation mit dem Klassenlehrer. Steiner schreibt: Wie für die ersten Kinderjahre Nachahmung und Vorbild die Zauberworte der Erziehung sind, so sind es für die jetzt in Rede stehenden Jahre Nachfolge und Autorität. Zitat Ende. Also, unerwünscht ist, dass das Kind seinen kritischen Verstand entwickelt. In Steiners Worten: Es handelt sich nicht darum, dass das Kind über alles sofort ein Urteil bildet, sondern dass es zwischen dem 7. und 15. Jahre das, was es aufnehmen soll, aufnimmt aus Liebe, aus Autorität zum Erzieher. Auf der nächsten Entwicklungsstufe, etwa ab dem 14. Lebensjahr, wird der Astralleib geboren und in den folgenden Jahren ausgebildet. Das äußere Anzeichen dafür ist die Geschlechtsreife, die nach heutigen Maßstäben sehr spät angesetzt wird. Erst jetzt darf der Waldorfunterricht wissenschaftlichen Charakter haben, aber Kulturkritik, wie es dort heißt, wird weiterhin abgelehnt. Wenn man unter Kultur alles vom Menschen Geschaffene versteht, kommt dies einem Verbot kritischen Denkens gleich. Wenn die Temperamentenlehre die Schüler gewissermaßen horizontal, grob nach Charaktergrundtypen kategorisiert, so teilt die siebte Lehre sie ebenso grob vertikal nach Lebensalter ein. Der Waldorflehrer zieht je nach Lebensalter der Kinder eine von wenigen Schubladen auf, findet darin einige Fächer mit den jeweiligen Temperamenten vor, in denen die vorgesehene pädagogische Behandlung liegt. Von der vorgeblichen Ganzheitlichkeit ist das maximal weit entfernt. Dass diese Konzepte keineswegs überholt sind, sieht man, wenn man sich anschaut, was in der Lehrerbildung an Waldorfseminaren auf dem Plan steht, nämlich siebte Lehre, Temperamente, Karma und vieles mehr. Kurz, Anthroposophie pur. Kriegsmaschine. Fahren wir nun fort in dem Bereich, was zur Waldorfschule und der zugrunde liegenden steinerschen Anthroposophie zu sagen wäre. Der Mensch vollzieht in seiner Entwicklung, so heißt es in der steinerschen Philosophie, der Mensch vollziehe in seiner Entwicklung die der Menschheit nach. Nimmt man diesen Faden auf und schaut, welche Geschichte sich Steiner zur angeblichen Entwicklung der Menschheit beginnend im sagenumwobenen Atlantis ausgedacht hat, so landet man bei jenen unappetitlichen Rassismen, die laut dem Historiker und ausgewiesenen Anthroposophie-Experten Helmut Sander als zentral für das anthroposophische Menschenbild anzusehen sind. Rudolf Steiner geht von 5 Rassen aus, wobei er selbstverständlich die weiße Rasse als führend ansieht. Zitat: Sehen Sie, so hat sich die Sache entwickelt, dass diese 5 Rassen entstanden sind. Man möchte sagen, in der Mitte schwarz, gelb, weiß und als ein Seitentrieb des Schwarzen das Kupferrote und als ein Seitenzweig des Gelben das Braune. Das sind immer die aussterbenden Teile. Die Weißen sind eigentlich diejenigen, die das Menschliche in sich entwickeln. Die weiße Rasse ist die zukünftige, am Geiste schaffende Rasse. Menschen mit schwarzer Hautfarbe sieht Steiner hingegen als triebhaft an. Der Neger habe ein starkes Triebleben, weil in seinem Inneren fortwährend richtig gekocht werde und das Hinterhirn das Feuer schürt. Vor etlichen Jahren wurde eine geplante gemeinsame Buchveröffentlichung von Andreas Molau mit Lorenzo Ravagli
Awagli, bis heute Redakteur der Waldorf-Postille Erziehungskunst, in letzter Sekunde gestoppt, weil Molau als NPD-Mann aufflog. Zwischen 1996 und 2004 hatte Molau ausgerechnet Geschichte und Politik an der Waldorfschule Braunschweig unterrichtet. Wie kann es aber sein, dass Rechte in Waldorf-Einrichtungen immer wieder angeblich unter dem Radar durchlaufen? Möglicherweise liegt das am Hang zu Verschwörungstheorien und irrationalem Denken. Schon Steiner spekulierte über die geistigen Hintergründe des Ersten Weltkriegs und spann zahlreiche Verschwörungstheorien. Anthroposophen sehen allerlei gute und böse Mächte aus der geistigen Welt hinter den Geschehnissen auf der Welt am Werk. Hinter dem Tsunami und dem GAU in Fukushima wähnte der Autor der anthroposophischen Zeitschrift Das Goetheaneum in der Ausgabe 11 von 2011, Zitat, dreifach arimanische Kräfte, also Dämonen infolge von karmischer Schuld, verursacht durch eine einseitig materialistische Lebensweise der Japaner. Zu Verschwörungstheorien ist es für denjenigen nicht weit, der von einer geistigen Welt hinter der Welt ausgeht und der hinter dem Weltgeschehen Mächte des Guten und Bösen wähnt. Es ist gut möglich, dass in diesen Verschwörungstheorien die Verbindung zwischen rechtsradikalen und vermeintlich linken Kräften an Waldorfschulen zu sehen ist. Man denke in diesem Zusammenhang auch an die ehemaligen Waldorfschüler Ken Jebsen oder Daniele Ganser. Es scheint jedenfalls nötiger denn je, die esoterischen Grundlagen der Waldorfpädagogik offenzulegen und einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Die Waldorfpädagogik ist eine antiaufklärerische, rückwärtsgewandte Pädagogik, die Verschwörungsideologien Vorschub leistet und die Entwicklung kritischen Denkens behindert. Aus aufgeklärter Perspektive ist das Waldorfjubiläum kein Grund zum Feiern. Die sogenannte Stuttgarter Erklärung von 2007 ist einer der wiederkehrenden Versuche, die Waldorfschulen für Öffentlichkeit als frei von Rassismus zu präsentieren. Dass es sich dabei eher um Kritikabwehr als um eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit den Untiefen der ideologischen Grundlagen handelt, zeigt bereits die Formulierung, dass es nur vereinzelte Formulierungen im Gesamtwerk Rudolf Steiners seien, die heute diskriminierend wirken könnten. Und die bekannt gewordenen Fälle rechtslastiger Waldorf-Lehrkräfte deuten darauf hin, dass rassistische Tendenzen in den Lehrerkollegien nicht einmal registriert werden. Ich muss hier noch ein paar allerletzte Hinweise geben. Wie Sie sicher gemerkt haben, sofern Sie sich schon mal mit etwas Anthroposophie beschäftigt haben, habe ich manche Bereiche der Anthroposophie noch gar nicht oder nur am Rande dargestellt. So wäre in einer weiteren Sendung zu reden von der Homöopathie nahekommenden anthroposophischen Heilkunde, die Steiner eine geisteswissenschaftliche nannte. Dort werden Pflanzen, Steine und Metalle bestimmten Organen bzw. Organstörungen willkürlich zugeordnet über Farb- und Formassoziationen. Diese Zuordnungen sind rational nicht nachvollziehbar und naturwissenschaftlich durch nichts belegt. Ähnlich wie die Mittel der Homöopathie unterliegen auch diese Mittel einer arzneimittelgesetzlichen Ausnahmeregelung. Ihre Wirkung muss nicht nachgewiesen werden. Mit anderen Worten, anthroposophische Heilkunde taugt allenfalls für Menschen mit Hang zu esoterisch durchwabertem Mumpitz, als Placebo vielleicht, so mehr aber nicht. Es wäre ferner zu reden von den Epidemien, die vor allem immer wieder in Waldorfschulen auftreten, weil dort oft unter 50% der Kinder zum Beispiel gegen Masern geimpft sind. Kein Wunder, die Ärzte, die anthroposophische Medizin anwenden, raten in der Regel von Impfungen ab. Warum? Da steckt Steiners Lehre dahinter, dass Krankheiten einerseits Folge falschen früheren Karmas seien und andererseits dazu dienen, positives Karma zu befördern und deshalb das Durchmachen dieser Krankheiten eine wohltätige und segensreiche Sache sei.
das Durchmachen, das Erleiden einer Krankheit löse beim Kind Entwicklungsschübe aus und sei deshalb positiv zu bewerten. In diesem Sinne äußert sich auch heute noch die frühere langjährige Leiterin der medizinischen Abteilung im Goetheanum Dornach, Michaela Glöckler, in einem weit verbreiteten Buch über Kinderkrankheiten. In entsprechenden Filmen wird immer noch die Behauptung eines Zusammenhangs von Autismus und Impfungen transportiert. Nun ja, die Anthroposophie hält sich ja für die ultimative Wissenschaft. Und schließlich wären noch einige Worte zu verlieren über den Anti-Intellektualismus in der Anthroposophie. Ihre Vertreter sprechen dann gern von der leeren Rationalität, von innerlich toten Seelenmumien und dem fehlenden Christusbewusstsein. Der Intellekt sei eine große Gefahr für die Menschen, dem bösen arimanischen Reich zu verfallen. Ariman steht hier für Luzifer und der Intellekt wird als Weltenübel identifiziert. Der Intellekt vergreise die Kinder und mache sie träge, ja, sie würden gar an Sklerose erkranken. Weil für Steiner das kritische, selbstständige Denken als Gift für die Seele und als Zivilisationskrankheit gilt, wird das abstrakt-rationale und logische Denken mit all jenem identifiziert, was den Menschen im Allgemeinen und den Kindern im Besonderen schadet. Fazit der Inhalte dieser Sendung: Anthroposophie braucht niemand. Wer es sich antut, sich mit dem extrem geschwätzigen, überheblichen Mammutwerk näher zu befassen, bringt den Normalzustand seines Gehirns in größte Gefahr. Es gibt ja die bekannte Sentenz von Georg Christoph Lichtenberg: Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch? In diesem Fall ist es eindeutig das Buch, obwohl glühende Anthroposophie-Verehrer ganz im Sinne von Steiner gerne behaupten, man sei nur noch nicht reif für Steiner, um ihn in seiner visionären Gesamtschau zu begreifen. Bei Steiner gibt es einfach nichts zu begreifen. Es ist alles abstruse Spinnerei eines gescheiterten Akademikers, der sich zum charismatischen Sektenführer entwickelte. Auf Kritiker reagieren Anhänger Steiners, wie man das von Sekten so gewohnt ist, äußerst aggressiv. Da ist dann Schluss mit sanft und kuschelig. Ich wiederhole hier nochmals den Ausspruch von Kurt Tucholsky, den er über Steiner gemacht hat: Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein Inhalt. Und er hantierte mit Riesenbegriffen. Und die auf Anthroposophie basierenden Waldorfschulen braucht auch niemand. Sie bieten ganzheitliche Kuschelpädagogik an, sind aber genau das Gegenteil davon, da Kinder und Jugendliche in verquaste religiös-esoterische Schubladen mit dogmatischen, völlig unwissenschaftlichen Kategorien auseinanderdividiert werden. Die Waldorfpädagogik ist außerdem bestens geeignet, mit ihrer gut verpackten und versteckten Pseudophilosophie namens Anthroposophie den Boden für autoritätshörige Charaktere zu bereiten, die dann später anfällig sind für faschistische Tendenzen und Verschwörungstheorien. Liebe Eltern, befasst euch, bevor ihr eure Kinder auf Waldorfschulen schickt, auch wenn es eine arge intellektuelle Zumutung ist, intensiver mit der steinerschen Anthroposophie, auf die man bei Beratungsgesprächen und Elternabenden wohlweislich nie direkt zu sprechen kommt. Eine hervorragende Informationsmöglichkeit bietet euch das vor kurzem erschienene Büchlein von André Sebastiani mit dem Titel Anthroposophie, eine kurze Kritik. Auf 160 Seiten erfahrt ihr dort alles. Erschienen im Alibri-Verlag und kostet ganze 10 Euro. Und schließlich spart euch die über 2000 Euro pro Jahr an Schulgeld für jedes eurer Kinder. Seid barmherzig mit euren Kindern und bewahrt sie vor lebenslanger esoterischer Verwahrlosung. So eine Indoktrination bekommt man nämlich bekanntlich oft sein Leben lang nicht mehr los. Welche Folgen die Anthroposophie sogar bei ausgewachsenen Menschen haben kann, konnte ich an einer Verwandten beobachten, die sich mit ca. 40 Jahren, nachdem sie jahrelang Sekretärin an einer Waldorfschule in Karlsruhe gewesen war, in Stuttgart einem Studium der Anthroposophie aussetzte.
Eines Tages im Alter von ca. 50 Jahren brach sie alle Beziehungen mit ihren Eltern für über 13 Jahre ab, weil sie zu der festen Überzeugung gekommen war, dass vor allem ihre Mutter eine, wie sie es nannte, Schwarzmagierin, sprich Hexe, sei, die ihr mit fernwirkenden metaphysischen Kräften mehrfach nach dem Leben getrachtet hätte. Außerdem hätte die Mutter ihren Mann, also den Vater der Verwandten, auch zum Schwarzmagier umgepolt. Wie sich dann herausstellte, waren auch viele weitere Personen, mit denen sie in ihrem Leben Probleme gehabt hatte, Schwarzmagier. Na toll, da gab es also bei Beziehungsproblemen mit anderen nie einen eigenen negativen Anteil. Und mit der steinerschen Geheimwissenschaft im Grundriss in der Hand kam sie dann zu der Weissagung, wir befanden uns damals im Jahr 1995, dass im Jahr 1998 unweigerlich ein weltweit schlimmes Ereignis, zum Beispiel sowas wie eine Erdachsverschiebung, eintreten werde, weil ja 666 mit 3 multipliziert die Zahl 1998, also 1998, ergebe. Und die Zahl 666 sei bekanntlich die Zahl des Teufels. Den Hinweis, dass unsere Zeitrechnung von Menschen festgelegt sei und dass andere Kulturen noch heute andere Zeitrechnungen haben, ignorierte sie geflissentlich. Gegen Esoterik hilft halt kein intellektuelles Kraut. Und so möchte ich diese Sendung mit einer Definition von Esoterik schließen. Esoterik ist, wenn Zellulitis vom Hintern in den Kopf gewandert ist.